Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, nämlich heute über Prehistoric Kingdom, denn dort ist gestern die Beta rausgekommen mit neuen Baumöglichkeiten und neuen Funktionen und vor allem neuen Urzeitkreaturen. Und in diesem Video möchte ich mir mal mit euch gemeinsam die neuen Urzeitkreaturen bzw. alle Urzeitkreaturen anschauen, die es aktuell im Spiel gibt in der Beta. Und das werden wir jetzt direkt tun. Wir gehen direkt mal hier in die Brutstätte und fangen oben links an. Bei den Fleischfressern. Da haben wir als erstes den Torvosaurus. Den finde ich auch mega cool. Gibt es in drei verschiedenen Varianten. Das sind dann immer die Unterarten. Das seht ihr immer da oben. Außen sind sogar hier die gleichen. Das sind nur die verschiedenen Skins. Das ist eine andere Unterart. Ah, okay. Interessant. Das heißt, die haben gar nicht immer unbedingt drei verschiedene Unterarten. Aber hier der hat zum Beispiel keine Stacheln oben drauf. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und ich würde sagen, wir lassen die jetzt mal eben alle einmal frei und dann gucken wir uns die direkt in-game an. So, sind jetzt alle durchgelaufen, dann können wir die alle selecten und releasen. Packen die mal hier vorne in so ein Gehege, was ich vorgefertigt habe. Oh, dann schreien sie direkt los. Kann ich die auch anklicken? Ja. Sieht ja schon mal interessant aus. Also von der Grafik her muss ich sagen, dass das Spiel noch irgendwie leicht unscharf wirkt dann teilweise, gerade hier bei diesen Texturen. Bei den Dinosauriern jetzt nicht unbedingt, aber so einige Texturen sehen nicht ganz so scharf aus. Und ich habe alles auf Ultra gestellt, also an meinen Grafik-Settings liegt es nicht. Aber da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Feinschliff kommen, ist ja erst die Beta. Man kann hier übrigens jetzt auch natürlich noch voll viel anpassen, was so Untergrund und sowas angeht und Gestaltung. Das kennt ihr ja schon so ein bisschen von meinen anderen Videos, die ich schon zu dem Spiel gemacht habe. Aber das werden wir dann auch nochmal vielleicht in dem Parkbild ein bisschen genauer uns angucken. Ich werde auf jeden Fall noch mehr ein bisschen Zeit nehmen und auch andere Videos machen, wo wir dann auch mal auf das Bauen ein bisschen eingehen. Das ist auch super interessant. Die Tiere an sich sehen aber schon mal ziemlich cool aus. Aber die Bewegungen sind teilweise auch noch ein bisschen, naja, gerade wenn die sich so drehen und sowas. Sieht noch nicht so natürlich aus. Interessant, die haben auch voll die verschiedenen Größen. Aber die beiden sind jetzt auch voll unterschiedlich, ne? Der ist viel kleiner, obwohl das die gleiche Unterart ist. Also das ist definitiv ein Unterschied vorhanden. Und das sind jetzt alles Männchen. Also man könnte wahrscheinlich auch noch gucken und dann hier mal auf weiblich stellen. Wo ging das denn noch? Hier. Sehen die dann anders aus, ist die Frage. Ich lasse jetzt mal das Weibchen hiervon frei und dann schauen wir mal. Das ist jetzt das Weibchen. Oh, ist auch schon schön am Schreien. Glaube ich, der Gegenpart zu dem hier, oder? Skintechnisch sieht er auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Das ist ja interessant. Die Dinosaurier gefallen mir schon sehr gut. Echt cool. Aber wir gehen direkt zum nächsten über, weil wir haben noch einige Spezies, die wir uns heute anschauen wollen. Und zwar ist das der Deinokairus. Oha, richtig geil mit Fell. Ist ja übel nice. Mega cool. Und da gibt es auch eine Variante ohne Fell. Und weiblich. Ach, das war jetzt schon die weibliche. Da sieht man auch direkt dann die Unterschiede. Krass, dann gibt es ja voll viele. Ich brut mal eben alle sechs aus und dann schauen wir uns die an. Der ist echt riesig. Holy shit, der ist viel größer als der Torvo. Jetzt die sechs verschiedenen Arten und Geschlechter. Krass, wie groß der aussieht. Aber der sieht schon mega cool aus. Ich weiß gar nicht, ob es da schon irgendwelche Animationen gibt, ob die kämpfen oder sowas. Keine Ahnung. Das kann ich euch nicht sagen. Das werden wir dann wahrscheinlich im Laufe der Beta alles noch gemeinsam rausfinden. Als nächstes haben wir den Tyrannosaurus Rex. Den hatten wir auch schon in der Alpha. Da gehe ich auch einmal ganz kurz hier die verschiedenen Arten durch. Hier mit Fell ist natürlich mega nice. Und in weiblich sehen die dann auch nochmal leicht anders aus. Ich werde jetzt aber immer nur jeweils ein Männchen, ein Weibchen freilassen, damit das ein bisschen schneller geht. Und da haben wir unsere beiden Rexies. Einmal mit Fell und einmal ohne. Der hat sich auch, glaube ich, noch leicht verändert.
zu Alpha. Ich bin mir aber nicht sicher, ist halt schon ein bisschen her. Sieht aber mega cool aus. Als nächstes haben wir einen Sauropoden, nämlich den Camarasaurus. Sieht auch richtig cool aus. Verschiedene Skins und Unterarten sehen auch cool aus. Oh, das war jetzt weiblich. Männlich sind die dann wieder farblich noch ein bisschen anders. Oh, die sind natürlich dann schon riesig. Da sind ja sogar die Größenunterschiede echt enorm. Der ist ja echt viel, viel größer, obwohl das ein Weibchen ist. Liegt wahrscheinlich an der Unterart, dass es eine andere ist. Krass, ne? Da muss man dann auch riesige Gehege bauen. Sieht aber schon echt cool aus. Worauf ich mega gespannt bin, ist dann ja auch so ein bisschen, ob wir das jetzt auf die Schnelle finden, diese Unterstände. Weil die müssen dann teilweise für so einen Dinosaurier natürlich auch riesig sein. Wie so Brachios oder so braucht man dann schon so ein Ding. Das werden echt große Parks, die man bauen muss für diese riesen Urzeitlebewesen. Dann haben wir als nächstes drei Hadrosauridae. Einmal hier den Edmonto. Den kannten wir, glaube ich, soweit auch schon. Hab's den schon in der Alpha? Ich habe auf jeden Fall schon viele Screenshots gesehen. Der ist auch richtig hübsch. Ich auch nochmal viermal schnell durch. Mir fehlt dann sogar beim weiblichen der Höcker. Oder dieses Horn oder was auch immer das ist. Hier oben drauf. Boah, da sind die Größenunterschiede aber auch schon wieder. Was? Der hier ist wesentlich kleiner. Finde ich aber cool, dass die sich so sehr unterscheiden. Sehen auch echt hübsch aus. Auch direkt zum nächsten gehen, weil die können wir eigentlich einfach dazu packen. Das ist der Parasaurolophus. Oh, wie cool das hier schon aussieht. Dieses lange Horn. Sieht nice aus. Oh, hier ist es viel kürzer. Das ist ja schick. Oh mein Gott. Ja, die Männchen sind natürlich viel farbenfroher. Da werde ich auf jeden Fall mal den ausbrüten. Oh mein Gott, ist der hübsch. Der sieht ja so cool aus. Mega cooler Skin. Ist aber auch wieder viel größer als jetzt hier das Weibchen mit dieser Unterart. Aber das hat auch eher nur so ein verkümmertes Horn da oben. Oder Knochen. Ich weiß nicht, was es genau ist. Und der dritte Hadrosaurier, das ist der Lambeo. Den hatten wir auf jeden Fall auch schon in der Alpha. Auch wieder tolle Skins. Auch wieder so krasse Größenunterschiede. Aber sieht auch toll aus. Das Weibchen ist auch voll schön. Auch ein cooler Skin. Ich glaube, trinken können die auch schon. Ich spule mal ein bisschen vor. Vielleicht sehen wir es gleich. Ja, oder auch nicht. Oh, hinlegen können die sich auch. Aber es gibt auch schon einiges an Animationen. Oh, die Sonne gerät gerade sogar unter. Das ist übrigens auch neu, dass man Wetterwechsel und sowas hat. Hier trinken sie. Sieht schon alles ziemlich cool aus. Dann haben wir als nächstes hier vier Topsidae oder wie hieß es? Ich weiß es auch nicht mehr. Marginocephalia anscheinend. Als erstes den Protoceratops. Der dürfte richtig klein sein. Voll süß. Richtig cool aus, was der für Bäckchen hat. Oh, der gefällt mir richtig gut. Toller Skin. Oh, hier gibt es noch gar keine Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, so wie es aussieht. Ja, ich lasse hier auch mal zwei frei. Oh, schaut mal, wie klein der ist. Das ist ja niedlich. Der ist ja richtig winzig. Und wie der läuft. Voll cool. Oh, richtig putzig. Der gefällt mir. Und der nächste ist der Styraco. Den kennen wir auch schon. Aus der Alpha. Der sieht dann so aus. Ist auf jeden Fall wesentlich größer als hier der kleine Protoceratops. Dann haben wir den Nasutoceratops. Ich weiß gar nicht, ob wir den auch schon in der Alpha hatten. Echt schon so lange her. Boah, ich glaube aber nicht. Den Skin kann ich mich nicht erinnern und der sieht echt richtig cool aus. Der sieht auch cool aus.
Okay, wenn ihr auf den Menschen hier hinten achtet, dann seht ihr den Größenunterschied. Also die Männchen sind da einen Ticken größer. Könnten auch die Eltern sein von dem Kleinen hier. Sieht so ein bisschen so aus. Oh, ich finde den so süß. Ich habe mich echt verliebt in den. Voll putzig. Und dann haben wir noch den Pachyrhinosaurus. Der ist mega cool, weil da gibt es auch eine Fellvariante, das weiß ich schon. Oh, ist das nice. Das finde ich ja so cool. Den mache ich direkt hier fertig. Weiblich sehen die dann auch nochmal wieder ein bisschen anders aus. Und jetzt haben wir ihn hier mit Fell. Sieht aber auch ohne Fell cool aus. Aber mit Fell ist natürlich was ganz Besonderes. Und das ist richtig cool, wie schön das Fell hier aussieht in dem Spiel. Diese Details sind wirklich insane. Pachyrhino gefällt mir auch richtig gut. Man kann übrigens jetzt auch in der Beta die Zeit regulieren. Man kann auch dann einfach das ganz normal ablaufen lassen. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Man kann sogar das Wetter regulieren. Man könnte hier tatsächlich sogar Regen machen. Oh, hier der Übergang vom Wasser sieht aber auch noch nicht so clean aus. Oh, jetzt wird hier alles nass. Gut, dass du dickes Fell hast. Und dann haben wir als letzten hier noch ein Säugetier, nämlich das Mammut. Auch mit sehr coolem Fell. Das sieht ja auch wieder nice aus. Das waren jetzt die Weibchen. Gehen wir nochmal die Männchen durch. Sehen relativ ähnlich aus. Auch hier brüte ich mal schnell zwei aus. Und dann platzieren wir die mal. Oh, ich spule noch vor. Was für riesige Stoßzähne die haben. Finde ich optisch auch richtig cool. Bin echt mal gespannt, wie es sein wird, wenn man dann irgendwann Kämpfe und sowas hat in Prehistoric Kingdom. Zwischen den verschiedenen Urzeitlebewesen. Stellt euch mal so ein cooles Mammut gegen einen Dinosaurier vor. Wäre bestimmt krass. Und es gibt auch noch zwei Spezies, die man nicht hier ausbrütet, sondern in den Aviaries oder diesen kleinen Vogelkäfigen. Da haben wir einmal den Mikroraptor. Den kannten wir, glaube ich, auch schon aus der Alpha. Sogar ziemlich sicher eigentlich. Habe ich den jetzt schon freigelassen? Oh, tatsächlich. Machen wir mal alles voll hier. Warum nicht? Ja, diese Aviaries kann man dann ja auch selber so ein bisschen gestalten. Von innen, da kann man ja so ein bisschen auswählen. Und dann fliegen diese Lebewesen hier drin umher so ein bisschen. Von Spot zu Spot. Passiert jetzt gerade irgendwie nicht. Aber ich hoffe... Ja, irgendwie habe ich gerade vorgespult und es passiert nicht. Also die sind hier nur so ein bisschen am Flügel schlagen und sowas. Sitzen gerade nur rum. Aber in der Alpha ging es immer. Also keine Ahnung, wo das gerade liegt. Vielleicht ist das auch, weil ich zu viele gemacht habe. Dann sind alle Spots belegt oder so. Und dieser hier ist neu hinzugekommen bei der Beta. Das ist der Archaeopteryx. Auch richtig cool aus. Tolles Gefieder. Macht auch schon sehr coole Geräusche. Ich muss echt sagen, dass die ganzen Urzeitlebewesen von Prehistoric Kingdom schon sehr, sehr gut aussehen. Aber irgendwie wollen die gerade alle gar nicht umherfliegen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich versuche mal eben einen anderen anzuklicken. Aber die sitzen hier halt wirklich nur rum. Oh, der schläft gerade. Voll süß. Ja, würde ich sagen, Leute, mit diesem wunderschönen Bild werde ich jetzt das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick... Oh, da ist einer. Der geht hier hoch. Also können sie sich doch bewegen. Der sieht auch farblich anders aus. Nicht, weil das ein Weibchen ist. Oh, das ist ja richtig cool, der hier so klettert. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gut informiert und gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.